Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Borderlands in der Zombie-Apokalypse mit unserem Baumstriker. Ah, wo ist er denn? Aha! Bin ich da! Hat der Typ sich einfach versteckt, ey. Hallo! Hallo! wir sollen heute irgendein komisches Labor finden. Schauen wir doch mal, was wir da genau machen sollen. Jemand hat sich in den Claptrap gehackt und dir eine mysteriöse Nachricht hinterlassen. Dir wird gesagt, dass du Dr. Ned nicht über den Weg trauen sollst und dass du sein altes Labor findest, indem du die Insel mit dem Boot verlässt. Finde Neds Labor und benutze das geheime Klopfzeichen, um reinzukommen. Oh. Das Klopfzeichen hat uns der komische Claptrap ja schon mitgeteilt, falls das das Richtige war. Left us to die? Verlass uns zu sterben, wo ist mein Boot? Ah. Okay. Also wir finden auf jeden Fall gleich ein Boot. Ob das das Boot ist, keine Ahnung. Dab, dab. Beschmutzt. Mit unserem Glück haben wir doch hier wieder Zombies. Yep. Oh, zwei Stück noch! Jetzt zählt er wieder doppelt, oder was? Ja! Das Spiel hat echt seine Phasen. Ja! Doch, das war's. Keine Hirne mehr sammeln. Wir haben genug. Ja, kurz woanders der Typ. Wir sind ja gerade noch ganz offiziell im Kampf, den könnte ich ja noch kurz beenden. Hat sich auch richtig gelohnt, das gab ein... Oh. Ja gut, ich zeige dir mal, der könnte dir vielleicht wirklich gefallen. Ich wurde weggesprengt! Frechheit! Kamikaze? Ah, oder? Ich habe einen Fass hinter mir ausgelöst mit meinem komischen Skill. Ja. Jo, ich hab da was, was du dir angucken könntest. Bist du dir da sicher? Ah, wir können's mal versuchen. Das ist großartig! Ja, kann man mitarbeiten erstmal. Also, sie ist schon gut. Meinst du? Wir hätten hier so ein komisches Boot abgestellt. No boat, no hope. Kein Boot, keine Hoffnung. Killers. Lies. Okay. Jula. Was? Na? Ach so, das soll auch Lies heißen. Wollte gerade sagen, hä, was ist. Lügen! Lügenpresse! Lügenpresse! Ach nee, das war was anderes, Entschuldigung. Dann geht's jetzt. Nein, nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf in den toten Himmel! Auf nach Dead Heaven! Also, der toten Himmel wäre noch ein E mit drin. Ja, Haven war's ja, nicht Heaven. Gott. Automaten! Schilde und Medizin. Englisch. Das ist mein Geschäft. Ich sehe nichts. Ich auch nichts. Weißt du, der Klassmod wäre fast perfekt gewesen. Hätte er jetzt noch Team Elementareffekt, hätte er jetzt noch Elementareffekt-Chance gehabt. Dann hätte ich direkt genommen. Ist das Wasser hier tödlich? Wahrscheinlich. Oh, ist es nicht. Oh mein Gott. Dead Heaven ist gelogen. Hey, ach, scheiße, Mann. Gibt's hier versteckten Loot?
kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Scheint nicht so. Schade. Findet man mal wieder eine kleine Ecke, wo man noch nicht war, und dann gibt's da nicht mal Loot. Frechheit. Hier hinter? Auch nicht. Okay. Ich hab einen Aufzug gefunden mit einer Leiche drin. Oh, sie hat Blumen in der Hand. Oh. Oh. Der arme Drops. Kommt mir ein bisschen bekannt vor hier, ne? Ja, mir auch so ein bisschen. Bisschen umgebaut. Boah, hat verblüffend viel Ähnlichkeit mit Old Haven. Old Haven? Heaven? Keine Ahnung, Old Haven. So, keine Ahnung. Eigentlich muss es ja Old Haven sein, weil New Haven hat glaube ich eine Idee. Zombieland! Woo! Bennett! Oh! Hast du schon Explosive Ring für mit 101 Schaden? Kann ich ja gerade nicht beantworten. Es ist in Ordnung, wenn du erst um dein Überleben kämpfen willst. Kein Problem, ich hab volles Verständnis. Ich hab mir erst letztens in einem Automaten 130er gekauft. Ich glaube, ich bin 44. Oh! Naja, okay. Worten, du brauchst es nicht. Ich habe auch 101er Brand. Oh, okay. Oh, Korrektur, sie sind sogar für 46 erst. Okay. Kamikaze. Mach den tot! Hat sich ausgekamikazt. Oh. Obwohl, ich glaube, er wird noch ein paar Freunde gehabt haben. Da hinten ist ein Badass-Tankenstein. Da links ist nochmal ein Kamikaze. Beseitigt. Okay, er kommt nicht zu uns, das ist gut. Das ist ja fast genauso wie der Kürbiskopf, ey. Nur, dass das nicht ganz so lange rauft. Zombies von links! Zombies von links! So, der Tankenstein ist kaputt. Nice. Zombies werden auch weniger. Ui. Gibt's hier versteckte Waffenkisten und so ein Zeug? Gucken, ne? Ja, tatsächlich. Ich habe eine. Ich hätte jetzt gedacht, so die typischen Positionen da, wo halt in Old Haven sind. Willst du damit nicht versagen? Die Maps sind sich ähnlich. Nein, absolut nicht. Das eine ist old, das andere ist dead. Ja, stimmt, schon ein Riesenunterschied. Altes Totes. Old Dead. Old Dead Haven. Ich weiß ja auch nicht, was hier die Crimson Zombies zu tun haben. Nein! Die haben auch absolut nichts mit den Crimson Lance zu tun. Absolut. Nein. Ja. Das Tankenstein, der zweite! Ich bin gerade runtergesprungen mit dem Black. Ach, du bist auch runtergesprungen. Ja! Ich attackiere ihn von oben. Das ist gut. Ich von hinten. Stirb! Also wir kommen schon deutlich besser zurecht. Das ist gut. Sehr angenehm. Oh nett, aber was ist Soul Drive? Da leuchtet so eine Tür grün. Ich glaube. Eine grün leuchtende Tür ist ein gutes Indiz, da sollen wir hin. Oder wir sterben alle. Ah, aber hier hängen statt den Banditen hängen hier Lancer, ne? Für mich! Hallo. Hallo, war da eine Kiste hinter? Ja.
Lol. Das ist okay. So, geheimes Klopfzeichen bitte. Jo. Ich hätte besser zugeschlagen. Bei mir wäre die Tür weg. Automat. Komm, Automaten. Eingefallen. Kauf dir Erste-Hilfe-Zeug, dann muss ich dich nicht zusammenflicken. Versuchen dir die Zombies das Gesicht runterzureißen? Kauf dir ein Schild. Und dann kauf wenn dir eine Medienampulle. Wenn dein Schild unten ist, besuchst du meine Krankenstation am Ufer in Jacobs Cove. Achso, abliefern. Dr. Ned steckt hinter den Zombies. Stell dir das vor. Das hat er doch schon gesagt. Eine meiner reanimierten Leichen hat heute irgendwie übel gefressen. Irgendwie heißt, dass sie gerade auf dem Hof sitzt und seine Knochen ausscheißt. Die gute Nachricht ist, dass er schon die Miete bezahlt hatte und ich mir kein Gemecker über abgeschnittene Zehennägel mehr anhören muss, die nicht mal von mir waren. Ganz zu schweigen von diesem Popcorn-Blödsinn. Dies ist mein feierliches Versprechen, von nun an im Namen des Profits auf finsteren Pfaden zu wandeln. Mein Bruder, der keine verkleidete Kopie meiner selbst ist, würde das niemals unterstützen. Ich hoffe, dass diese Aufzeichnungen nie gefunden werden und mich niemand bei meinem Arbeitgeber Jacobs verpetzt. Das würde Konsequenzen haben und ich müsste sie alle durch meine furchtbaren Kreaturen töten lassen. Nun ja. Dr. Ned scheint hinter den Zombies zu stecken. Ja, hat er gesagt und gestanden. Du entschließt dich, Jacobs zu kontaktieren, damit er damit nicht davonkommt. Aber zuerst solltest du mehr Beweise finden, um sicherzustellen, dass sie dir auch glauben. Sicher werden sie Truppen oder andere Hilfe schicken, oder? Du musst ein Satellitenkommunikationsfeld finden, um ihnen die Echos zu schicken. Zu senden. Jo, Echos, wie auch immer. Info nochmal für dich. Eventuell sind hier schon Informationen für die andere Quest mit inbegriffen. Gut. Test 1, 2, 3, 4. Dies ist der erste offizielle Eintrag in meinen, Dr. Netz, wissenschaftlichen Aufzeichnungen. Meine fortwährende Mission, das Leben derer zu verlängern, die bereits gestorben sind. Wir müssen wachsam bleiben bei unseren... Bill? Bill! Was machst du, Popcorn? Was hab ich dir gesagt? Alter, wir haben darüber gesprochen. Wo war ich? Die Rettung der menschlichen Rasse von den altbackenen Krallen des Todes. Klingt das affengeil? So reden die Kids doch, oder? Affengeil. Hier endet mein erster offizieller Eintrag. Und der nächste. Beste Grüße, verehrtes Netcast-Publikum. Es läuft die dritte Woche meiner klinischen Versuche im Bereich der Leichenreanimation. Die Hautzellen haben gut auf die Behandlung angesprochen, doch die Körper selbst scheinen unkontrollierbaren Hunger zu haben. Derzeit haben sie wohl lediglich Verlangen nach Rosinen und Kleinmuffins, doch ich befürchte, dass mit zunehmender Intensität der Zellenreanimation auch der Hunger größer wird. Vielleicht sogar gefährlich. Keine Angst. Ich werde weitermachen, obwohl ich vielleicht die Menschheit ausrotten könnte. Bin ich verrückt? Vielleicht. Aber wenigstens mache ich kein Popcorn, während andere Leute versuchen zu arbeiten. Wieso sind hier stapelweise Pornos? Keine Ahnung. Das sind doch Feuermagazine. Ja. Da steht noch Heavy Fire drauf. Schweres Feuer. Ja, ist okay. Dann Kommunikationsfeld finden und das Echo senden. Wir folgen einfach mal dem Weg. Ich höre was Großes. Die uns an die Wäsche wollen. Jetzt habe ich laut Pornos gesagt, jetzt wollen die uns an die Wäsche oder was? Ja. Frechheit. Oh, eine weiße Waffe. Geil. Hab eine weiße Waffe gefunden. Woo! Lasst uns ihn verpetzen. Wollen wir mal normal hier langlaufen? Ich kenne mich den normalen Weg nicht. Gehen wir nicht immer den normalen Weg? Du kannst ja gar nicht falsch laufen, glaube ich. Also ich springe über die Dächer. Ach so. Ich bin da nie richtig gelaufen. Geschweige denn, gibt's überhaupt einen richtigen Weg? Lass uns schauen.
gerade mal sporadisch über die Karte gucke, sehe ich hier nämlich keinen Weg, der irgendwie... Also wir müssen über die Dächer hüpfen. Ich glaube schon. Okay. Dann lass uns das doch einfach machen. Also irgendwo ist eine Tür aufgegangen, die wir nicht richtig einsehen. Warte, ist das ist der aktuelle Wegmarker nicht sogar auf dem Dach? Keine Ahnung. Ja. Ach, hier, hab den Weg gefunden. Ich komme. Der ist ja so stumpf, Alter. Oh, da habe ich eben schon die Gegner getötet. Da war ich schon kurz. Das ist so stumpf, Alter, dass ich diesen Weg nie gesehen habe. Zombies! Lance-Zombies auch wieder am Start. Gott, hier geht ganz schön viel ab gerade. Aber du regelst das schon. Oh, ich mein, ich hier sie. Punch sie. Guck mal, ich mach mittlerweile Schaden mit Feuer. Unglaublich. Nur gegen die Lens nicht. Oh. Haben wir das auch? Echt? Ach, Bumm. Das ist okay. Die kann man halt schnell mal übersehen, ne? Du wurdest angeknabbert? Ja. Ja. Die Ähnlichkeit zu zu Old Haven ist doch schwer von der Hand zu weisen. Mist, ist mir vom Dach gefallen, ich hält. Für mich. Wow. Oh, das war sogar was Brauchbares. Yep. Hinter uns kam die Karte. Reserve, falls ich ja. Alter, wie viele Beschmutzer sind das hier? Ah! Wieso bist du so schnell gestorben? Warum? Keine Ahnung, ey. Ich wurde ja, während du gestorben bist, von einem Kleinen angesprochen. Vielleicht hat der dich gegessen nebenbei. Oh. Wir wollen da in das Gebäude. Affenkiste. Wow, ein paar Pistolen. So. Bitte was? Wenn ihre Geschütze spawnen?
Ja, können Sie. Ist dir so gar nicht aufgefallen? Nee. Ah. Kommunikationsfeld gefunden. Benutzen. Ich will mich aber nicht auf den Boden kauern. Schlüssel ausgerichtet. Einigermaßen wenigstens. Übertragung der 56K-Modem. Okay. Ein interstellares 56K-Modem. Ich bin ja begeistert. Das ist moderne Technologie, würde ich sagen. Also ich weiß jetzt schon nicht. Du hast Jacobs benachrichtigt und sie haben bereits geantwortet. So, du hast Jacobs erzählt, was Ned vorhat. Sie haben dich wiederum angeheuert, Ned auszuschalten. Allerdings musst du zuerst zu Jacobs Cove zurückkehren. Sende Jacobs ein Signal, damit sie dir ein Transportmittel zurück zur Insel schicken können. Finde den Jacobs Vertreter in der Stadt, sobald du wieder auf der Insel bist. Okay. Ich werde nichts sagen, aber war bei dir. Hat bei dir keiner gesprochen? Nö. Gut. Wurde bei dir gesprochen? Ja, die Jacobs Cove hat mit mir geredet. Ah. Gut, vielleicht habe ich es doch übertönt, aber ich glaube nicht. Aber warte mal, bevor wir jetzt hier weitermachen, können wir jetzt einmal kurz das Zeitquest mal drüber nachdenken. Ja, dann hättest du aber auch das Audiolog unten mitnehmen müssen. Ja, da können wir doch jetzt machen. Mir ging's doch. Ja, ich erkläre erst später. An jeden Angestellten der Jacobs Corporation. Wir von der Hypertemps, einer Abteilung der Hyperion Industrial, möchten jeden auffordern, den Verbleib des Mitarbeiters, der mit dem Arzt der Jacobs Company zusammenarbeiten sollte, zu ermitteln. Frank Igorski hat sich seit über einem Monat nicht mehr bei seinem Auftraggeber gemeldet. Dies hat zur Folge, dass Frank gekündigt wurde. Wir haben eine Abfindung, die ihm überbracht werden soll. Bitte finden Sie Informationen über seine neue Situation. Heraus und überbringen Sie die Abfindung. Oh ja, okay. Wir sollen eine Abfindung übertragen. Okay. Alles gut bei dir? Ja, soweit alles gut. Bin da. Dieses angespuckt werden nervt langsam. Ja, das Verlangsamen dabei ist nervtötend, oder? Ja. Aber gut, dann lass uns mal die schaffen. Dann nehmen die Abfindung ins Gesicht drücken. Infos dazu finden. Wir haben ja schon wieder Level Up. Ja, gerade gekriegt, wo ich gesagt habe, lass mal den Lenz töten, der beschießt dich gerade. Danke fürs Zuhören. Vielleicht kam es auch nicht ganz an. Ich weiß nicht. Ja, ich habe doch gerade gelesen. Das war vor deinem Lesen. Dann bin ich ein unfähiger Zuhörer, ist in Ordnung. Währenddessen? Keine Ahnung. Okay, ich bin falsch abgebogen. Wo war der Eingang? Verdammt! Moment! Bin gleich da. Genau, du läufst schon richtig. Ja, jetzt schon. Rechts abbiegen gleich. Na ja, gut, erstmal den Tank gestalten, wenn es nicht stört. Das Begrüßungskomitee. Genau. Dann wird er bestimmt seinen Freund auch gleich wieder auspacken. Die waren noch immer zu zweit. Ja. Oh. Okay, zu dritt. Okay. Ha. Ah!
Hui. So, wo war jetzt das da? Hab's Labor gefunden. Du ganz alleine. Ich muss sagen, dass ich bin. Wer braucht schon Doktor Zed, wenn es Doktor nennt und nicht aufs Sterben nennt? Die Aushilfskraft, die ihn ersetzt hat, war anders. Und für einen Assistenten war sein Buckel zu klein. Tja, er war eben nicht Bill. Er war kein Bill. Mann, ich wünschte, der Zombie hätte Bill nicht erwischt. Da kommt mir eine Idee. Hier liegen noch Leichenteile von Frank rum. Vielleicht kann man da was machen. Vielleicht kann man Wer da braucht was schon machen. Dr. Zed, wenn es Dr. Ned gibt? Die zweite Probe. Bei mir ist die Quest ja eh und je verpackt. Ich hoffe, ich habe den richtigen Wegpunkt. Ich weiß zwar, wo ich zur Abfindung muss, aber das war's dann auch. Ich glaube, da in der Nähe ist noch die zweite Info. Ah, okay. Zumindest habe ich einen Wegpunkt, der mich dahin führt gerade. Zack. Ja. Zack. Braucht jemand ein Medikit? Lass uns jetzt gerade stumpf Wegpunkt folgen. Aha! Gefunden! Wer ist der beste böse Wissenschaftler? Genau, ich, Dr. Ned mit N, nicht mit Z. Ich habe einen neuen Bill erschaffen. Ich hatte keine Zeit, ihn präzise und neu zusammenzusetzen. Hab nur ein paar neue Teile und Aufbesserung am alten Bill angebracht. Ja. Es ist also kein neuer Bill oder Frank geworden, eher ein Franken-Bill. Es ist eine Notlösung, aber es scheint zu gehen. Also her damit. Okay. Auf ihn mit Gebrüll! Aua! Der Typ macht Aua! Der Junge ist dann auch ein Übelst. Ich komm dagegen, ich komm gegen die Stunts nicht an. Ah, wir schaffen ihn gerade, das läuft. Komm, er ist auf 40. Bam! Bin ja begeistert. Der Loot ist schon wieder so episch. Ja. So, wir haben Franken-Bill besiegt. Wir haben ihm die Abfindung gegeben. Ins Gesicht. Oh, Automaten. Na, was gibt's hier Schönes? Nix. Schade. Oh, mein Skillpunkt könnte ich aber nochmal setzen. Yeah, mehr Schildkapazität. So. Dann lass mal das Signal setzen. Ja, ich such's gerade per Anhalter zur Insel. Wir sollen ja noch das Signal senden für die Jacobs Corporation, dass sie uns ein Transportmittel zuschicken. Um von dieser Insel zu kommen. Oder nee, zurück zur Insel. Gehirn. Ey, Gehirn. So. So. Dann warten wir mal kurz, bis Braunschweig auch auftaucht, weil ich glaube, hier drüben gibt es viel Kampf und so. Ja, okay. Ich drücke ein Knöpfchen. Guck, ob der Claptrap da ist. Du schaffst das, oder? Wir werden sehen. Ja, also die Waffenausbeute hat sich schon mal nicht gelohnt. Und der Tod dafür ist auch einfach sinnlos. Ah!
wir sollen die Landezone meinen, weil wir keine Rakete auf den Kopf kriegen sollen. Ich finde, das ergibt Sinn. So, erstmal wird hier gelootet, ne? Okay. Und jetzt Krieg! Oh Gott. Ich verstehe dich gerade nicht, das ist bei mir gerade so laut hier. Ich hab gesagt, hier gibt's eine Brücke! Ja, geh drüber! Hast du getan, ist okay. Nö, sonst hätte ich da was gesagt. Top, beiden Kisten. Korrekt. Das nice. Seltenste war grün. Nice. Ja, ich war auch sehr schwer enttäuscht. Ich habe irgendwie gehofft, man will endlich auch mal was Cooles zu finden wieder. Sie redet so leise. Scheiße. Ich könnte hier mal die Waffeneffekte ein bisschen runterregeln. Vielleicht ist es dann nicht mehr so schlimm. Nein! Was hast du getan? Ich bin auf der beschissenen Seite runtergefallen. Autsch. Ich brauche einen Moment, bis ich wieder da bin. Das heißt, du musst einmal rumrennen. Ja. Du kannst natürlich auch einfach die produktiven Granaten machen. Braucht jemand ein Medikit? Ja, möglich wäre sowas. Oh Gott, die sind alles voll Zombies schon wieder. So, einmal rum. Paket ist da. Das ist gut. Bestimmt auch gleich da. Nein, wir hatten keine Unannehmlichkeiten, ne? Ich lief alles tutti frutti. Ey, ich bin wieder da. Oh, was hat mich gesprengt? Also ich kann abhauen. Ja, mach mal. Woo, geschafft. Whoop, whoop. It's the sound of a bully. Whoop, whoop. At the sound that I mean. Sorry. So, ich check natürlich gerne wieder den nochmal. Oh, gratis CP. Ja, das war gratis CP. Gut. Es war mal mehr. Aber egal. Schilde und Medizin. Das ist mein Geschäft. Hey, er hat genau mein Schild im Angebot. Das ist ja nett. Furchtloser Zombie-Killer. Auf dem schwarzen Brett in Jacobs Cove sind neue Missionen verfügbar. Das ist aber schön, Claptrap, dass da neue Missionen verfügbar sind. Wir geben aber erstmal welche ab. Also eine. Glaube ich. Machen wir, das ist ein guter Plan. Nicht viel Leiser ist im Angebot, Non-Elementar. Damage. 376. Nee. Okay. Dann macht die Pestilence Defiler 322 und hat Element. Hier wurde ein Claptrap erschossen, das habe ich genau gehört. Wir brauchen nicht nur noch ein ganz kleines bisschen. Ein einfacher, vorsätzlicher Mord. Und schon kannst du dich auf den Weg machen, kinderleicht.
Das Werk ist zu einer Last geworden. Kümmere dich um die Last und wir räumen auf und machen das Sägewerk wieder funktionstüchtig. Deswegen Kuchen mit Soße und damit meine ich tonnenweise Geld. Pass auf dich auf. Oh, ich würde auch Kuchen nehmen, hätte ich gerade Bock drauf. Oh, fast vergessen. Du brauchst dieses Ding, um die Zugbrücke zu senken. Viel Glück. Wir sprechen kurz mit ihm. Ein Claptrap von Jacobs wartet auf deine Ankunft. Scheinbar hat er weitere Informationen für dich. Ja, toll. Das ist mir aufgefallen. Sorry. So. Eine Brücke zu Ned. Jacobs hat dich angeheuert, Dr. Ned, ein für alle Mal zu erledigen. Du findest ihn tief im Inneren des Jacobs-Sägewerks. Doch zuvor muss die Anti-Zombie-Brücke in der Nähe des Sägewerks hochgezogen werden. Okay. Und hier können wir noch was abgeben, ne? Vielen Dank für die Informationen über die Umstände seines vorzeitigen Ablebens, um seine Reanimierung gesendet haben. Jojo, machen wir. So, Ausverkauf. Finde einen Energiekoppler und repariere den Jacobs-Automaten. Gut, das machen wir beim nächsten Mal. Üblicher Text. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und vor allem auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschalten solltet. Ne? Tschüss. Ja, tschüss.